Hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge Das Kreuz Online. Und ja, endlich ist es soweit. Die neuen Kronenkisten sind erschienen. Und ich möchte mit euch heute 18 Kronenkisten öffnen. Davon drei kostenlose, die ich noch habe. Und im Anschluss danach kaufen wir direkt 15 neue Kronenkisten. Ja, aber bevor wir das machen, schauen wir mal ganz schnell in den Kronenshop, wie die neuen Kisten überhaupt heißen. Das sind die Kisten des Sitchik-Gewölbes. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz in exotisch, legendär und uns die drei seltenen Extra-Mounts sozusagen an. Wir fangen mal an mit legendär, weil das sind immer die interessantesten Bereiche hier. Exotisch, legendär, da schauen wir mal. Ihr seht wieder so Möbelsachen, so Banner, die möchte man natürlich nicht haben, ne? Dann haben wir hier diverse Reittiere. Sowas hier. Hier wieder ein Einrichtungsgegenstand. Ja, die sieht ganz gut aus, finde ich, ne? Also das ist schön. Ich würde lieber das haben wollen als den Banner. Dann hier wieder Kronenschriftrollen. Die gibt es ja auch in den anderen Bereichen hier. Und dann haben wir hier auch Monturstile. Seht ihr das? Einmal sowas hier. Und sowas. Und sowas. Ja, es sieht schon cool aus, ne? Aber müssen wir gucken. Okay, und dann hier wieder solche Andenken. Ja, das sieht auch schön aus. Weitere Reittiere und friedliche Begleiter. Und natürlich verschiedene Kostüme sind auch wieder dabei. So, und dann exotisch, was ja für die meisten interessant ist, haben wir hier diese seltenen Mounts, diesen Bären. Hier haben wir den Gwar, die Sensche. Okay, das machst du aber schön. Dann das Pferd. So, was noch? Der Wolf. Der sieht so aus. Okay, und das Kamel. Okay, die haben hier keine Lust, auf unserer Plattform zu stehen. Aber gut. Und dann schauen wir uns mal noch die drei richtig seltenen Mounts an. Machen wir mal Vorschau. Das ist einmal dieser Grüngrat Geisterkatze. So, dann der Phantom Eiswolf. Ja, der sieht ganz gut aus, finde ich, ne? Und das Spektralross. Okay, alle stecken im Boden, aber nee, jetzt geht's gut. Ja, schön, ne? Das gefällt mir hier am meisten. Ich würde sagen, der Eiswolf und das Spektralross gefällt mir am meisten hiervon. Aber wollen wir nicht so lange jetzt uns die Bereiche ansehen? Ich würde sagen, wir legen direkt los. Okay, da gehen wir wieder in den Kronenshop. Hätte ich ja auch gleich bleiben können. So, und dann Kronenkisten. Wir öffnen zuerst die drei kostenlosen. Nicht wundern, ich habe hier noch eine zweite Kronenkistensorte, die öffne ich mit euch aber erst in einem anderen Video. Also, wartet noch ein bisschen ab. Okay, wir fangen an mit den drei kostenlosen Kisten. Und es geht los. So, bin ich mal gespannt, was wir da drin haben. Okay, hier haben wir schon mal was Goldenes. Öffnen wir mal zuerst das hier. Eine Kopfbemalung. Und den Gwar haben wir bekommen. Cool. Der sieht ja so ein bisschen außergewöhnlich aus, ne? Und es gibt so viel Tätowierung immer. Oh Mann. So, machen wir die zweite von den kostenlosen. Und eine Extrakarte. Oh, das sah schon mal gut aus, oder? Werde ich sagen, das sah schon mal gut aus. Okay. Hier wieder eine Kopfbemalung. Ich glaub's ja nicht. Und was haben wir hier drunter? Den Bären. Ich glaube, ich habe echt Glück mit den Bären. In der letzten Kronenkistensaison hatte ich, glaube ich, auch aus den kostenlosen Kisten den Bären gezogen. Das ist ja genial. Cool. Haben wir schon so ein selteneres Mount? Ist ja nicht das ganz seltene, ne? Aber mal schauen. Und hier haben wir nur was Blaues drunter. Und wieder eine Tätowierung. Die haben wir allerdings schon. Okay, dann kaufen wir uns neue. So, 5.000 für 15. Okay, für mich. Okay. Und es geht direkt weiter mit den 15 Kisten. Und da fangen wir an. Okay, leider nur was Blaues. Vielleicht haben wir ja hier auch nochmal Glück. Kronenhandwerksstil Schwerter der Piandona. Okay, cool. Das ist das, was man in Sommers End aus diesen Flaschen angeln kann. Diese Stilkapitel, die sind jetzt hier also auch drin. Öffnen wir die nächste Kiste. Wieder nur was Blaues. Okay. Magika-Ohrklammern. Das sind Ohrringe. Gut, jetzt gib uns mal ein bisschen was Besseres.
Okay, die nächste Kiste. Wieder nur was Blaues. Schaut mal immer hier, ne? Was ist denn das jetzt bitte? Na toll. Und hier haben wir Magikarn-Nasenstäbchen. Hier, das ist so ein. In der Nase steckt das drin, ne? Ganz interessant. Okay, die nächste Kiste. Und wieder nur was Blaues. Was ist denn hier bitte los? Nur blau. Okay. So, 11 Kisten haben wir noch. Wir öffnen die nächste. Oh, Leute, schaut euch das mal an, bitte. Hier nochmal die Kopfbedeckung von ihm. Und wieder nur Schnodder. Okay, 10 Kisten noch. Eine Extrakarte. Ist aber nur was Goldenes. Gut, öffnen wir erst das. Dann haben wir hier was Blaues. Stäbe von dem Handwerksstil. Okay, cool. Und die Figur. Ja, die sah ja ganz gut aus. Die würde ich, glaube ich, auch behalten, würde ich sagen, ne? Sonst lösche ich meistens die Einrichtungsgegenstände hier weg, beziehungsweise gegen Kronenedelsteine. Aber ich denke mal, die werde ich behalten. Okay, 9 Kisten noch. Wir öffnen die nächste. Ah, blau, ne? Gürtel. Was natürlich vielleicht nicht schlecht ist, dass man hier diese Handwerksstile bekommt, größtenteils. Aber trotzdem, ne? Das will keiner haben, so viel blau. So, hier haben wir was Goldenes. Und eine prachtvolle Goldküstenschriftrolle. Schade. 7 Kisten noch. Blau. Okay, das können wir alles öffnen. Wieder eine Kopfbemalung. So, wir öffnen die nächste. Und die Stäbe. Die habe ich jetzt doppelt, glaube ich, ne? Die hatte ich eben auch bekommen. Die letzten 5 Kisten. Oh je. Oh, das ist aber, ich muss ja mal sagen, es ist wirklich sehr, sehr blaulastig. Ne? Da hatte ich in den letzten ganzen Kronkisten-Saisons mehr Glück gehabt. Aber heute ist wirklich sehr viel Blau bei. Okay, die letzten 4 Kisten. 4 Kisten nur noch, gib uns was Gutes. Ah, Blau, sag mal. Okay, und das Schwert, das hatten wir eben auch. Ach nee, das sind hier Deutsche. Ich weiß nicht, ob wir eben Schwerter bekommen haben. Okay, die letzten 3 kommen. Alle guten Dinge sind 3. Och, bitte. Ey, sag mal, was machst denn du hier bitte mit mir? Wer will denn so viel blaue Kisten haben? Karten meine ich natürlich. Äxte, okay, gut. Okay, die letzten 2 Kisten. So, da haben wir was Lilafarbenes. Und eine Schriftrolle. Was kann man Besseres drin haben, als wenn man schon was Besseres hat als eine Schriftrolle, ne? Und die letzte Kiste, das geht nicht, weil mein Inventar voll ist. Na toll. Wir müssen mal in die Edelsteinverwertung ganz schnell rein. So, verwerten. Mal ganz kurz hier. Okay. Und dann können wir jetzt die letzte Kiste öffnen. Oh, drück die Daumen. Ja, nu mach. Och nein. Ah, schaut mal bitte. So. Hier haben wir dann nochmal Schulterteile bekommen. So, ihr seht, ihr Lieben, das war so ein bisschen nicht so toll, ne? Wir haben zwar so ein seltenes Mount bekommen, von den kostenlosen Kisten, aber sonst hat sich der Rest eigentlich nicht so richtig gelohnt, weil man halt auch die Stilkapitel auch angeln kann in Sommers End. Ja, was soll ich sagen? Können wir uns den anschauen schnell? Ich kann euch den ja mal eben zeigen. Ach so, wir haben den Guar ja auch bekommen. So, dieser hier. Ich glaube, ich gehe mal ganz schnell hier. Hier kann ich, glaube ich, nicht reiten auf der Insel. So. Und Reittiere. Hier ist er. So, dann platzieren wir den mal eben. Der sieht jetzt so aus. Gut sieht er aus, ne? Cool. Aber ich hätte, glaube ich, lieber ein Pferd gehabt oder so. Aber gefällt mir trotzdem. Also ich ziehe immer irgendwie Bären letzte Zeit, ne? Wenn ich so eine Kiste öffne, dann wird es meistens ein Bär bei mir. Ich freue mich trotzdem, aber ich muss wirklich sagen, die 15 Kisten haben sich letztendlich dann doch nicht so gelohnt. Aber wie ihr wisst, es ist reine Glückssache, was man da drunter hat, ne? Und wenn ihr Kisten öffnet, wünsche ich euch auch ganz, ganz viel Glück. Aber bitte seid vorsichtig, kauft nicht so viel, ne? Weil,
Da kann man ganz schön viel Geld verlieren. Ich lasse es, denke ich mal, auch bei diesen 5.000 Kronen. Mehr will ich dafür nicht ausgeben. Und nehme dann halt die kostenlosen Kisten noch mit, die man noch öffnen kann. Bei den täglichen Belohnungen kommen ja dann demnächst auch nochmal Kisten. Die werden wir dann auch öffnen im Video für euch. Ihr seht da 5 Stück. Da habe ich auch nochmal eine Chance. Aber sonst seid bitte vorsichtig, wenn ihr das bitte auch öffnet, ne? Und falls ihr das auch geöffnet habt, solche Kisten, schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr drinne hattet, was euer Glück war. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn wir im nächsten Video uns wiedersehen würden. Bis dahin, tschüssi.